Leute, heute gibt es ein neues Video auf Robson Town und das Wetter ist so geil. Überall Sonne, die mir in die Wohnung scheint. Neuer Vlog. Ich hoffe, ihr mochtet den letzten. So ein bisschen auch am Anfang eine Vorschau, die reingeschnitten war, was man so sieht, was so kommen wird, fand ich ganz gut. Heute, ihr könnt wieder raten, wo der Tag gestartet hat. Duschen und drehen. Jetzt eine Runde rudern und dann Steuern machen. Jeden Monat. Klar, als Selbstständiger, Berufler, Firmenhaber, letztendlich ja auch. Jeden Monat Steuer einreichen zur Steuerberaterin und quartalsmäßig Steuern abführen. Das ist dann die trockene Seite der Bürokratie. Aber eben richtig und auch wichtig. Und da habe ich heute noch ein kleines Sonderscreening zu Boston im Soho House. Das ist mein Lieblingskino in Berlin, weil das Soho House hat unten einen kleinen Kinosaal mit 30 Sitzplätzen, die alle ultra bequem, luxuriös sind, so auf alte Bibliothek gemacht, beste Technik verbaut. Und ich muss mal gucken, weil eigentlich darf man darin nicht drehen und nicht fotografieren, ohne es vorher separat abgesprochen zu haben. Und das ist natürlich dann ein Problem. Aber trotzdem heute 30 Leute einladen, Boston vorneweg zu schauen. Ist immer eine tolle Stimmung mit so kleinem Getränketisch und Eiswürfel, Behälter und Bierchen, wer will, alles rausgestellt. Und da sitzen alle auf ihren breiten Sesseln mit Füße hochlegen und doppelten Kissen und Tischchen dazwischen. Ist schon sehr edel, sehr cool. Halt so Hausstil, ich mag das halt sehr, sehr gerne. Das ist übrigens das Soho House von außen und weil die Ampel gerade rot ist, dachte ich mir, kann ich es mal filmen. In einer sehr geilen Dachterrasse, gutem Essen und einer Menge Stau oder hupende Autos. So Leute, wir sind jetzt im Soho House. Ich bin schon mal leise, weil die Leute warten, dass langsam losgeht. Aber guck mal da hinten. Daniel, geh mal bitte aus dem Bild. Das sind voll die süßen kleinen Plätze. 30 Leute, voll das schöne Kino. Schönen guten Abend. Immer wieder schön. Ich frage noch einmal ganz kurz, wer war schon mal in diesem Kino? Eine Dame. Und ja, Leute, viel Spaß. Wenn ihr Spaß noch habt, sagt es gerne weiter. Viel Spaß und Spaß. So, der quer durch die Stadt unterwegs und ihr habt es ja vorhin ganz kurz gesehen, das Kino im Soho House halt super schön, aber ich habe es auch auf Instagram gepostet. Das hat ein mega süßen Stil, ist so ein bisschen romantisch und klassisch, aber hat dabei gleichzeitig die neueste Technik, ist persönlich mein kleines Lieblingskino in Berlin, hat auch ganz wenig Sitzplätze und das ist trotzdem beeindrucksvoll und nicht nur sehr komfortabel, sondern einfach auch schön, sich dort Filme anzuschauen. Ja, ansonsten noch ein nächtlicher Einkauf, der Kühlschrank muss wieder gefüllt werden und was wollte ich gerade sagen? Ich habe eigentlich genau gerade irgendwas erzählen wollen und jetzt habe ich es voll vergessen. Achso, Boston selber, der Film. Krasses Thema rund um die Terroranschläge während des Boston-Marathons am 15. April 2013. Und vor allem, wenn man, das heißt kürzlich auch so in Berlin miterlebt hat, schaut sich der Film sehr heftig, sehr eindringlich, ist gut gespielt. Bin wirklich echt überrascht von diesem Film, der in den USA leider gefloppt ist und dabei eigentlich eine ganze Menge zu bieten hat. Vielleicht sind die Leute auch ein bisschen zu überdrüssig von dem Thema, weil die Medien natürlich immer voll sind. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall ein guter Film geworden. Guten Morgen, Leute! Ich bin schon wieder im Bademantel, haben einige drunter geschrieben. Ich mag einfach Bademantel, hab den vor kurzem geschenkt bekommen und fand es irgendwie toll, weil ich sonst nie Bademantel hab nach dem Duschen. Ist das voll schön. Heute ist ein Tag, wo viel zu Hause ist. Muss Filme schauen, darf Filme schauen. Dann immer duschen und drehen und einige Calls so erledigen, auch Richtung Social Movie Night. Heute Abend noch ein großes Meeting mit vielen Leuten bei mir zu Hause. Zwischendurch noch essen gehen und solche Sachen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben jetzt Mittwoch und ich habe gerade erst wieder daran gedacht, dass wir übermorgen Logan Social Movie Night machen. Und jedes Mal, wenn ich daran denke, dann kriege ich so einen Freudenstich ins Herz, weil ich mich so freue, den Film den Leuten zu zeigen und ja, und gleichzeitig noch über Boston gestern nachdenken, der wirklich heftig ist. Ich habe übrigens zwischendurch ein wenig Lego gebaut und ich muss ehrlich sagen, es ist tatsächlich aufwendiger als das Schloss, weil es nur 6 statt 14 Stufen sind und man jedes Mal, wenn man einer anfängt, 2, 2,5 Stunden baut, aber Kinderwagen und hier eine kleine Bäckerei, da drin gibt es einen Verkäufer, der hat Kuchen und da einen Ofen und hier ist ein Blumenladen mit einer Frau, die den Blumen wartet, auch davor gibt es Blumen und Markise, voll süß. Hallo, der heutige Tag begann mit, ihr dürft mal raten, duschen und drehen. Jetzt muss ich ab ins Kino, ich gucke mir an The Boss Baby, The Baby Boss. Ich verwechsle immer die Reihenfolge und dann zum Radio aufnehmen. Und ich muss mir noch Punkte gut schreiben lassen auf meiner neu erworbenen Lego VIP-Karte im Lego Store. Leute, ich hab's gesagt, ich bin im Radio und da ist wieder Patrick. Da ist er wieder. Und ganz kurz, ich muss noch rausschauen, es ist nämlich richtig ekliges Wetter draußen. Ich glaube, okay, man sieht natürlich jetzt hier keine Regentropfen, aber ich bin klitschnass und das Hemd, weil draußen da überall Regen und grau und scheiße und blöd. Und jetzt nehmen wir wieder Videos auf fürs Radio.
Logan und Moonlight ist heute dran. Logan und Moonlight? Ja, 2. März, 9. März. Ich kann ja mal, wenn du gerade vlogst, mal eine Frage stellen. Ich, ja, warte, dann kann ich dir hin. Kann ich überhaupt nicht dich mit Horror und Angst und so eigentlich anfangen, aber meine Frau will unbedingt mit mir zu A Cure for Wellness. Ja. Oder In the Cure for Wellness. Ja, haben wir doch auch aufgenommen. Deswegen. Für letzte Woche, diese Woche, für heute. Für Donnerstag? Heute lief für heute. Ja, und die Rezension hat... Wie, ich lief heute schon im Radio? Du liefst heute und heute Nachmittag, glaube ich, nochmal im Radio. Ich wollte gerade sagen. Ich habe es erst einmal gehört, zufällig im Auto. 8.40 Uhr, Donnerstag. Wirklich? Und 16.40 Uhr. Das sind die Zeiten? Das sind die Zeiten. Geil, ich habe es selbst nicht gewusst bis eben. Obwohl ich seit über ein Jahr. Seit zwei Jahren, über zwei Jahre inzwischen. Gut, ja, okay, Cure for Wellness, was ist dein Problem? Naja, grundsätzlich grusel ich mich nicht gerne, aber ich finde, ich habe ja durch dich den Trailer gesehen und die Bilder und die Aufmachung gefällt mir so gut. Und wenn du jetzt sagst, ey, der ist mega lohnenswert, dann gehe ich mit dir. Das ist halt ein kleinerer Film, aber der ist halt so ein bisschen morbide und ein bisschen schaurig, aber nicht gruselig. Horror ist es nicht. Ja. Es ist so wie, hast du American Horror Story irgendwas mal gesehen? Ja, zwei, drei Folgen auch mit meiner Frau, genau, die ist da völlig. Und wenn du da den Horrorfaktor rausnimmst, sondern nur so dieses Eklige, so, dann ist das so eine Cure for Wellness gepackt mit einer Geschichte und Historie und halt das Thema Krankheit und ob wir im Leben nicht nach dem Falschen streben. So, egal. Ich hoffe, ich habe euch mit meiner Frage jetzt nicht gelangweilt. Überhaupt nicht. Schnell mal alles raus. So, ich gehe jetzt wieder in die Zelle da. Genau. So, machen wir so. Guten Morgen, heute Logan Social Movie Night. Ich habe so Bock und guck mal, wer sich da auf dem Stuhl gedingst hat. Hallo Chichi. Chichi, guck mal hier in die Kamera, da. Ich habe heute so richtig Bock drauf. Jetzt will ich noch ein bisschen drehen, ein paar Sachen konzeptionieren und vorbereiten, weil dann morgen hoffentlich ein freier Samstag ist, weil Sonntag ist die Oscar-Verleihung. Das heißt, der halbe Tag wird eh wieder durcheinander geworfen, allein vom Schlafrhythmus und Co. Aber ich freue mich heute, so vielen Menschen den Film zu zeigen. Deswegen konnte ich wieder nicht in Ruhe schlafen und bin dann aufgewacht und dachte, ach, verdammt. Und eigentlich total müde. Na gut, so habe ich vielleicht noch zwischendurch Zeit, eine Runde Lego weiterzubauen. Los, Alex, wir sind jetzt hier in Logan Social Movie Night Kulturbrauerei. Heute bist du der Organisator. Ja. Bist du zufrieden? Total. Ich habe gerade dieses Bild hier gepostet, wird gerade eingeblendet, während wir reden von Instagram. Vor ich finde diese Krallen voll geil. Nee, voll Frame. Ah, okay. Wollte ich nur mal zeigen. Das ist, finde ich cool. Geil, so, oder? Du, Alex ist der größte Fan von sowieso, was Superhelden angeht. Und ich habe Marvel Film natürlich heute nicht ganz sehen. Und weil er aber organisieren machen muss, schauen alle den Film außer er. Keine Spoiler. So übel, es tut mir so leid für dich. Es tut mir so richtig leid für dich. Naja. Aber gut, weißt du, das ist mehr Leidenschaft kann man nicht zeigen, Alex. Solange die Leute Spaß haben, habe ich auch Spaß. So, gleich kommt Walle. Habe ich gehört. Ja. Leute, ich habe heute den ganzen Tag nicht gevloggt von der Social Movie Night, aber mit dabei war natürlich Hugh Jackman hier auf dem Poster. Gute Sarah Zahn, das erste Mal als Co-Host. Ich mag ihn so, so gerne und er hatte heute auch sehr, sehr viel Spaß. Ja, mega, ey. Vielen Dank. War richtig, richtig geil. Er hat schon dreimal Fall gesagt. Ja, ganz viele Logan, Kameras. Logan, ey. Der muss euch mal reinziehen. Der ist wirklich verdammt gut. Auch ein sonst sehr kritischer Robin, ja, der halt moderiert hat und der bemerkenswert unkritisch daherkommt. Ja, ich fand den wirklich sehr gut. Bis jetzt. Und der Robin hat geweint. Hast du geweint vor Freude? Man sieht das doch in seinen Augen. Guck mal her, das sieht man eindeutig. Das ist dann die ganzen. Es war so schön. Leute, es ist Schreckliches passiert. Ich habe gesaugt und Chichi hat sich so erschrocken, dass sie sich am Disney-Schloss festgehalten hat und dann ganz viele Dinge abgerissen. Hier fehlt die ganze linke Seite, schaut mal. Ich muss rekonstruieren. Ich bin jetzt richtig traurig gerade. Es ist wieder repariert. Die arme Katze hatte einfach nur zu viel Angst vor dem Staubsauger und ist da hochgesprungen. Was soll man machen? Jetzt heißt es einkaufen gehen, weil nachher kommen noch Freunde, schrecklich Bekannte vorbei. Einer davon ist Koch und der will halt kochen. Und da gibt es eine große Kochsession auf der Kochinsel. Leute stehen ringsherum und Tresen. Und das heißt dann Spaß haben, gemütlich, einen schönen Samstagabend haben. Leute, die sind gerade Menschen und die machen sich lustig darüber, dass mein Lego-Schloss heute kaputt war. Das sind alles Arschlöcher. Hinten nur fleißig Lego gebaut und Paul ist da. Und seit zwei Stunden spielen wir Resident Evil 7. Oh ja. Wie findest du das? Seit... Du musst nicht so laut reden, deswegen. Verzeihung, ich wollte auch nicht lauter werden, sondern ich habe immer noch Angst, weil... Schwenkst du da eigentlich mal rüber? Zeigst du nee so ein bisschen Horror? Das nein, gar nicht. Also okay, das war gerade gruselig. So gruselig, kann man sagen. Okay, Leute, haben Spaß. Völlig fertig und voll verschwitzt heute. Willkommen, es ist Sonntag.
Und heute gibt es eine tricky Aufgabe. Heute werden die Oscars verliehen. Das heißt, einigermaßen ausgepennt bis um 10:30. Jetzt mehr gerudert als sonst, um hoffentlich um 21 Uhr so fertig zu sein. Ich bin auch voll rot, erstmal wieder abduschen. Dass ich um 21 Uhr ins Bett gehe und hoffentlich schlafe bis um 2, um dann zu duschen und drehbereit zu sein und ab 2.30 Uhr die Oscars zu gucken, um dann ab ungefähr 6.30 Uhr das Oscar-Video zu drehen, sodass es hoffentlich 7.30 Uhr, 7.45 Uhr online ist. Jedes Jahr so ein bisschen tricky zu teilen mit dem Schlafen und letztes Jahr, glaube ich, habe ich dann sogar es auch gar nicht hinbekommen und war einfach zu müde. Mal gucken, ob es heute klappt. Guten Morgen, es ist 2 Uhr morgens und das Timing hat wirklich funktioniert. Ich war gerade duschen, habe von 21 bis 2 Uhr vorgeschlafen und jetzt ging gleich die Oscars los. Das heißt, mal zur Abwechslung dieses Jahr, wenn alles klappt, nicht so todesübermüdet bis um 7 Uhr morgens wach mit roten Augen, sondern durch diesen Vorschlaf ein bisschen entspannter und vielleicht auch konzentrierter. Bin ganz froh, auch wenn der Sonntagabend dafür ein bisschen drauf ging. So, Oscar-Verleihung ist vorbei, gerade das Zusammenfassungsvideo gedreht, das war ja irre, weil besonders bei der Kategorie bester Film am Ende es zu einer Verwechslung kam und zuerst La La Land ausgezeichnet wurde und dann am Ende war es doch Moonlight. Völlig skurril, aber ich fand eine schöne Verleihung, weil sie auf Menschlichkeit statt auf Glanz und Glamour gesetzt hat und auch relativ politisch deswegen wurde, aber trotzdem die richtigen Töne anschlug. Mich persönlich mochte sie sehr und wie auch mit den Preisen d'accord. La La Land 6 Oscars, bisschen schade für Lion, der bei 6 Nominierungen gar nichts gewonnen hat. Moonlight 3 Preise, darunter bester Film. Schöne Verleihung. Jetzt wird gerade das Video geschnitten und dann muss ich schnell online. Und dafür gibt es aber auch danach einen freien Montag, weil ja Mitternacht aufgestanden und so. Und dann ist quasi so eine Arbeitszeit von 2 bis 9 Uhr und dann hat man dann direkt frei morgens. Ich habe mal 2 Stunden Schlaf gekriegt. Fühl mir ein bisschen dieselig, ein bisschen jetlaggig, aber das Video wird sehr gemocht von den Leuten. Das ist immer das Wichtigste, wenn man sich Mühe gibt, dass, wenn man Glück hat, weil manchmal interessiert es dann auch keinen und das ist mal ein bisschen traurig. Heißt das jetzt natürlich, dass ich mich auf Instagram gefragt habe und alle sagen, ich muss das Lego Schloss Kino haben, jetzt das Lego Kino holen. Da ist meine neue Errungenschaft. Das Kino. Ich wurde übrigens überzeugt, mal wieder Pokémon Go eine Chance zu geben. Deswegen bin ich jetzt im Parklauf rum und sammle die neuen Pokémon. Hab das voll exzessiv gemacht am Anfang, bin Level 27 gleich, was immer noch voll viel ist, wie ich festgestellt habe. Und mal gucken, ob sich das zu einer neuen Obsession entwickelt. Das ist immer harmlos. Aber die Sonne, die dingst sich so da drin. Das sieht aus wie ein Sonnenwald des Todes. So, zu Hause angekommen. Ich habe eine Katze auf dem Rücken, weswegen ich mich nicht bewegen kann. Aber 6 oder 7 Kilometer Pokémon mal wieder gejagt. Und ich muss sagen, es macht tatsächlich wieder Spaß. Und man ist auf jeden Fall frischen Luft. Das ist ebenfalls ein gutes Gefühl. Bin schon wieder dezent angefixt und will jetzt ganz viele neue finden. Das wollte ich eigentlich nicht, dass das so kommt. Kettung sitzt ein. Nicht so schön. Schön La La Land Musik hören und ein Kino zusammenbauen im Stil vergangener Jahrzehnte. Guten Morgen. Ich habe wieder von Katzen umlagert und bin wirklich ein bisschen erkältet, ein bisschen krank geworden. Ihr habt ja gehört, es hat gerade geklingelt. Oder wenn nicht, dann... Es hat gerade geklingelt und ich musste sehr, sehr schwere Pakete hochtragen. Ich bin jetzt ein bisschen außer Atem und Chichi ist schon wieder voll im... rumkuscheln, so wie jeden Morgen. Bisschen kränklich geworden, finde ich aber nicht so schön. Trotzdem muss weitergearbeitet werden. The show must go on. Auf jeden Fall, könnte man diesen Vlog jetzt mal wieder hochladen. Ich habe keine Ahnung, wie lange geworden ist. Wir werden sehen. Ansonsten soweit erstmal, und hier wird so viel rumgemeckert, wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, Leute. Ich hoffe, ich fand diesen Vlog in irgendeiner Weise wieder interessant und folgt eurem Herzen, denn es ist und bleibt das Wichtigste. Macht's gut.